Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, die Große Anfrage der Fraktion der FDP betreffend Zukunft der Forstwirtschaft in Hessen, Drucksache 19/5137 zu 19/4781. Als erste Rednerin hat Frau Kollegin Knell von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren. Zunächst möchte ich mich für die Beantwortung der Großen Anfrage bedanken. Auch wenn wir in vielen Teilen der politischen Bewertung unterschiedlicher Auffassung sind, möchte ich doch festhalten, dass es uns allen darum geht, am Ende, dass unsere Forstwirtschaft, die in der Tradition der Nachhaltigkeit steht, dass wir diese in eine gute Zukunft führen. Und gerade weil unser Wald für uns alle so eine emotionale Sache ist, streiten wir hier besonders intensiv um den richtigen Weg. Zumal die Herausforderungen, denen sich Hessenforst, Kommunalwaldbesitzer und Privatwaldbesitzer gegenüberstehen, erheblich sind. Als Stichwort nenne ich hier das Kartellverfahren gegen Baden-Württemberg und die Frage, wie wir zukünftig unser Holz vermarkten können, bzw. ob nicht auch die weiteren Dienstleistungen von Hessenforst gegen das Kartellrecht verstoßen. Zur Erläuterung für diejenigen, die sich bislang vielleicht weniger intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Das Bundeskartellamt hat dem Land Baden-Württemberg untersagt, mit seinen Forstdienstleistungen private Anbieter zu diskriminieren. Das Land muss nun also kostendeckende Preise verlangen. Die Kartellbehörde hat dem Land jedoch in erster Linie untersagt, Holz aus kommunalen und privaten Forstbetrieben über 100 Hektar gebündelt mit dem Holz aus dem Staatswald zu vermarkten. Verboten wurde dem Land auch die dem Holzverkauf zugeordneten Forstdienstleistungen, von der Wirtschaftsplanung bis zum Auszeichnen der zu fällenden Bäume und dem Sortieren des geernteten Holzes sowie dem Erstellen von Verkaufslisten. Dieses Kartellverbot ist sehr weitreichend. Hessenforst arbeitet allerdings sehr ähnlich wie die baden-württembergische Staatsforstverwaltung. Und auch die Dienstleistungsangebote für private und kommunale Waldbesitzer sind vergleichbar. Bislang hat die Landesregierung nur die Holzvermarktung durch den kleinstmöglichen Eingriff zu ändern versucht. Nach einer endgültigen Entscheidung durch das oberste Gericht droht aber hier das endgültige Aus für das Einheitsforstamt. Und statt nun in diesem Bereich eine Reform anzugehen, will man sich offenbar lieber treiben lassen. Und da warnen wir aber vor, weil das kann am Ende ein harter Knall werden, der da auf uns zukommt. Vorsorglich, aber angeblich wegen der Schuldenbremse, hebt man die Gebühren für die Beförsterung des Kommunalwaldes massiv an. Die Beförsterungskosten für die von Hessenforst betreuten waldbesitzenden Kommunen werden bis 2025 um 30 bis 50% steigen und liegen dann etwa zwischen 48 und 72 € netto pro Hektar. Damit sinken die Einnahmen der Kommunen erheblich. In der Antwort zur Großen Anfrage nennt die Landesregierung diese Anhebung moderat. Wir finden, eine Steigerung von 30 bis 50% bis 2025 ist sicherlich nicht moderat und vor allen Dingen nicht am Markt zu erwirtschaften. Kommunen müssen nach dem Waldgesetz mit ihrem Beförsterungsbeitrag Teile der Kosten für den forsttechnischen Dienst der Revierleiter tragen. Hier fordert das Land in Zukunft die vollen Kosten. Die Kosten des Forstamtes trägt weiterhin das Land, also ist das immer noch eine subventionierte Dienstleistung. Und es ist schwer zu beurteilen, ob die geforderten Beiträge angemessen sind. Die Frage ist eher, ob die Kosten wirklich nur durch die Serviceleistungen im Kommunalwald entstehen. Jedenfalls gibt es zu diesen Preisen sehr qualifizierte Dienstleistungsangebote auf dem Markt. Die Folge ist bereits erkennbar, dass immer mehr Kommunen aus dem Einheitsforstamt aussteigen. Und diese werden ja alle dann auch in der Anfrage, in der Beantwortung aufgezählt. Gleichwohl ist es noch keine nennenswerte Größe, sodass in einem möglichen Kartellverfahren der Anteil der Kommunen außerhalb des Einheitsforstamtes keinen Schutz bieten dürfte. Es entsteht also ein fahler Beigeschmack, wenn die anstehenden Herausforderungen so groß sind, aber diese Landesregierung sich lieber um ihr Lieblingsprojekt, die FSC-Zertifizierung, kümmert. Das haben wir ja bereits im letzten Plenum sehr deutlich gemacht. Die vollständige FSC-Zertifizierung des Hessischen Staatsforstes ist nichts anderes als ein Geschenk der CDU an die Grünen. FSC ist ein grünes Symbolthema, und die CDU macht das mit.
Und, Herr Dr. Arnold ist heute nicht da. Er hat immer wieder gesagt, dass eine vollständige FSC-Zertifizierung des Staatsforstes keinen Sinn macht. Und auch der Bundestagsabgeordnete der Union, Herr Brandt, hat noch im Dezember auf einer Waldbesitzertagung im Kreis Fulda vor diesem übertriebenen Zertifizierungswahn gewarnt. Aber egal, es bleibt dabei. Die grüne Seele, die muss gestreichelt werden, und dazu wird schon einmal ein x-beliebiger privatrechtlicher Verein zum Herr unserer Staatswaldfläche gemacht, ohne dass es dafür einen ökologischen oder ökonomischen Nutzen gibt. 10 Millionen € hin oder her spielt keine Rolle. An Geld mangelt es nämlich der Landesregierung anscheinend nicht. Und die Kommunalwald- und Privatwaldbesitzer werden dann eben mit bis zu 50% höheren Gebühren geschröpft. Aber ich möchte das Thema FSC gar nicht zu sehr breitreten. Wir haben ja im letzten Plenum klargemacht, dass diese Gutachtenaufschiebetaktik, neues Gutachten, die Verluste für Hessenforst von 8 bis 10 Millionen € und die jährlichen Kosten nur für die Zertifizierung von 1,2 Millionen €, dass all diese Punkte gegen FSC sprechen. Festhalten muss man dann noch, dass Sie aus Gründen der Koalition einen wirtschaftlichen Schaden für den hessischen Staatswald in Kauf nehmen. Und, das bestätigen Sie ja auch in der Antwort unserer Frage 50. Denn dort heißt es, derzeit rechnet die Landesregierung nicht mit Mehreinnahmen für den Holzverkauf. Und diese Auswirkungen, die bleiben nicht auf Hessenforst beschränkt. Auch die Städte und Gemeinden, die bisher ihre Wälder von Hessenforst bewirtschaften ließen, sind betroffen. Aber gut. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt beleuchten. Das ist der Aspekt der Flächenstilllegung. Da haben Sie als Ziel genannt 5% der Gesamtwaldfläche, 8% im Staatswald. Das geht aber zulasten von Hessenforst, und das ist auch naturschutzfachlich fragwürdig. Es sprechen viele Dinge gegen die Flächenstilllegung. Durch Flächenstilllegung gibt es nicht nur eine geringe Holzproduktion in Hessen, die wir dann durch Holzimporte aus Polen oder Russland ausgleichen müssen, was ja ökologisch totaler Quatsch ist, wenn wir das Holz hierher karren. Flächenstilllegungen sind nicht nur ökologisch Quatsch, sie sind auch volkswirtschaftlich Quatsch. Denn durch nachhaltige Forstwirtschaft entstehen Wirtschaftskraft und Arbeit, und das gerade im ländlichen Raum. Flächenstilllegungen gefährden also Arbeitsplätze. Bis zu 450 Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Und wie das dann zu Ihrer Offensive für den ländlichen Raum von heute Morgen passt, wo Sie angeblich Stellen im ländlichen Raum schaffen wollen, das erklären Sie mal dann bitte den Forstarbeitern. Und dazu kommt, dass die eigenen Untersuchungen des Landes auf der Naturwaldparzelle am Weiherskopf im Forstamt Steinau ergeben haben, dass die Artenvielfalt auf bewirtschafteten Flächen viel höher ist als auf den stillgelegten Flächen. Das wird ja in der Beantwortung der Frage 38 auch zugegeben. Sie verzichten also auf einen natürlichen und CO2-sparenden Rohstoff, verursachen immense Kosten, und am Ende verhalten sich die Tiere dann im Wald doch nicht einmal so, wie die Grünen das sich vorstellen. Das ist dann schon allerhand. Und das alles wird gesteuert von einem privaten Verein, auf den wir ausweislich der hier vorliegenden Großen Anfrage noch nicht einmal Einfluss haben, weil weder Hessenforst noch die Landesregierung Mitglied dieses Vereins sind. Nur Frau Staatssekretärin ist dort Mitglied, und vielleicht versteht man dann auch, warum man trotz ökologischer und ökonomischer Mängel so unbelehrbar an der FSC-Zertifizierung festhält. Meine Damen und Herren, die FDP ist sich der Bedeutung des Waldes für Deutschland und für Hessen sehr bewusst. Wir finden, Schutz und verantwortlicher Nutzen des Lebensraumes Wald sind gemeinsam möglich. Für uns ist der Wald eine wichtige Säule der ländlichen Räume, die nicht nur Natur und Erholung, sondern auch Beschäftigung seit Generationen bietet. Die Forstwirtschaft liefert mit Holz einen wichtigen CO2-neutralen Rohstoff, den wir in Zukunft noch stärker auch in der Bauwirtschaft zum Errichten von Gebäuden einsetzen wollen. Wald und Holz aus Hessen haben Zukunft. Aber eben nicht nur in dieser romantischen Vorstellung und à la Freilichtmuseum durch Stilllegung, sondern durch eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Wir wollen regionale Wertschöpfung stärken und Investitionen in den Forst fördern. Die Landesregierung verfolgt mit FSC den gegenteiligen Weg, den wir so nicht mittragen wollen. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Knell. Als nächster Redner spricht nun Kollege Landau von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte mich zunächst erst einmal für die Große Anfrage bedanken, aber auch für die Beantwortung eben derselben. Schließlich zeigen die dargelegten Ergebnisse, der Wald wird in Hessen gut und nachhaltig bewirtschaftet. Das ist wichtig, weil der Wald hier bei uns viele Funktionen erfüllt, als Natur, Erholungsraum für Mensch, aber auch für Tier sowie als Wirtschaftsraum. Und ich bin vom Kollegen Utter gebeten worden, auch noch einmal Krim-Heimat oder die Krims einzuführen. Ja, der Wald ist bei uns natürlich auch Kulisse für viele Krims-Märchen. Mehr als 42% der hessischen Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Das ist ein bundesweiter Rekord. Und dazu haben wir einen überwiegend gesunden, artenreichen Wald, und das wollen wir auch erhalten. Wir sind uns bewusst, dass die Nutzungskonkurrenzen, dass sie bestehen. Wir streben hier immer wieder eine einvernehmliche Lösung an und setzen da auch immer wieder auf Dialog zwischen den verschiedenen Interessensgruppen, auf Vertragsnaturschutz im Wald und auf ausgewogene Betretungs- und Nutzungsregeln. Danke schön. Unserem Wald geht es deshalb gut, weil er hervorragend ausgebildete Mitarbeiter im Landesbetrieb und private Besitzer auf guten rechtlichen Grundlagen wie Waldgesetz oder Naturschutzleitlinie und mit einem guten Förderangebot arbeiten können. Das ist eine der Grundlagen, warum unser Wald auch so gut dasteht. Eine ganz wesentliche Grundlage dafür, dass der Wald in Hessen flächendeckend gut gepflegt und nachhaltig bewirtschaftet wird, und mir ist diese Feststellung wichtig, ist das Einheitsforstamt. Er ist Garant einer stabilen landesweiten Forststruktur. Deshalb wollen wir an dem Prinzip festhalten. Zwar steht es selbstverständlich jedem Waldeigentümer frei, ob er von Hessen Forst oder von einem Dritten betreut werden möchte oder sich selbst um die Betreuung eigenständig kümmern möchte. Bisher haben es viele durch Hessen Forst machen lassen, weil der Landesbetrieb ein qualitativ hochwertiges und finanziell attraktives Angebot machen konnte. Aktuell greifen 97% der hessischen Kommunen für ihre Wälder auf die Kompetenz von Hessen Forst zurück, bzw. werden von dort 86% der Fläche des Körperschaftswaldes betreut. Das sind Zahlen, denke ich, die für sich sprechen. Die Entscheidung der Gerichte zum Kartellverfahren des Bundeskartellamtes gegen das Land Baden-Württemberg, es ist schon angesprochen worden, aber auch die kartellrechtliche Anfrage hier bei uns in Hessen legen die Axt an das Prinzip Einheitsforstamt. Auch wenn Teile der Entscheidung noch nicht rechtskräftig sind, werden wir uns darauf einstellen müssen, dass zumindest die Vermarktung der Holzerzeugnisse künftig anders geregelt werden muss, als es bisher gängige Praxis war. Wir bedauern, dass die durch Hessen angestoßene Änderung des Bundeswaldgesetzes hier nicht durchschlagen und diese bewährten Strukturen geschützt hat. Wir hoffen, dass die Gerichte zumindest die Erbringung vorgelagerter Leistungen, die ganz überwiegend dem Allgemeinwohl und dem Erhalt des Waldes dienen, weiter in bewährter Form aus einer Hand erbracht werden können. Aber hier gibt es neue Herausforderungen. Diese Herausforderungen haben die Anhebung der Beiträge zu den Beförsterungskosten erfordert. Dabei ist es uns bewusst, dass höhere Kosten an dieser Stelle bei privaten Waldbesitzern und Kommunen nicht zu Begeisterung führen wird. Aber wir haben versucht, diese Grundanforderung des Kartellamtes so schonend wie möglich gerecht zu werden. Die Herausforderungen bedingen auch die Schaffung neuer Strukturen, um Holzerzeugung und Verarbeitung wieder neu zusammenzubringen. Hier wird ein großer Markt recht grundlegend neu umstrukturiert. Ich finde es deshalb gut, dass wir als Land hier erstens einen runden Tisch einberufen haben und eine Lösung gemeinsam mit den verschiedenen Partnern gesucht haben, und dass wir zweitens durch einen Haushaltsänderungsantrag auch die Mittel für die finanzielle Unterstützung dieses Umbauprozesses bereitgestellt haben. Denn wir werden neue Vermarktungsorganisationen brauchen, die auf eine Anschubfinanzierung angewiesen sind und die Hilfe und Unterstützung und Know-how benötigen. Wir werden in diesem Zusammenhang auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders beim Landesforstbetrieb, nicht alleine lassen, sondern eng mit der Personalvertretung nach guten Lösungen suchen. Wir wollen uns bemühen, die Umbrüche so gering wie möglich zu gestalten und bewährte Strukturen dort erhalten, wo es auch für uns möglich ist.
Wo allerdings Änderungen erforderlich sind, wollen wir gemeinsam mit den Eigentümern neue Lösungen entwickeln und dabei die Aufgaben weiter so gut erfüllen zu können, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und, liebe Frau Knell, nicht treiben lassen, sondern wir gehen hier ganz austariert an eine Lösung ran. Wald ist multifunktional. So steht es schon im Waldgesetz in § 1. Der Staatswald ist seit jeher besonders umweltfreundlich und die Naturschutzleitlinie seit vielen Jahren beispielgebend. Auch hat der Wald in öffentlichem Eigentum eine besondere Funktion für die Erholung. Ja, es ist der Wald, der uns allen gehört, und deshalb muss er auch für alle offen stehen. Gleichzeitig haben wir den Anspruch, dass dieses wertvolle Eigentum der Bürger auch Rendite abwirft. Wir wollen mit dem Staatswald auch durchaus Geld verdienen. Mit der Umwandlung von Landesforsten in den Landesbetrieb und eine wirtschaftliche Betriebsführung haben wir das umgesetzt. Wir haben im Laufe dieser Legislaturperiode die Waage zwischen Umweltschutz und Wirtschaftsinteressen im Staatswald an kleinen Stellschrauben Richtung Umweltschutz gestellt. Das ist richtig. Die Schaffung des Bannwaldgesetzes, die Ausweitung von weiteren Stilllegungsflächen und jetzt auch die FSC-Zertifizierung sind sichtbare Beispiele hierfür. Die Entscheidung, ob wir den Staatswald nach FSC-Standards zertifizieren wollen, war eine intensive Diskussion an eine breite Abwägung von Kosten, Ertragsminderung und Nutzen vorangestellt. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der kommende FSC-Standard 3.0 nicht vorschreibt, sofort alle Standards erfüllen zu müssen. Nein, sondern dass es sich hierbei um einen kontinuierlichen Entwicklungs- und Einführungsprozess handelt, den wir ähnlich auch durch andere Vorgaben hätten eingehen müssen. Wir als Union sind uns sicher, dass die Nachhaltigkeitsansprüche der Endverbraucher langfristig zu einer erhöhten Nachfrage von FSC-zertifizierten Holz führen werden und uns so als Anbieter Absatzchancen an einem sich verändernden Markt eröffnen wird. Die Beantwortung der Großen Anfrage macht deutlich, dass das Land verantwortungsvoll mit seinem Schatz Wald umgeht und im Forstwesen eine große Aufmerksamkeit bei Tradition, aber auch Wandlung angedeihen lässt. Und damit möchte ich enden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lotz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, auch wenn wir hier im Saal nicht immer einer Meinung sind, ist es gut, dass wir seit einiger Zeit so intensiv um den hessischen Wald diskutieren, ja, mitunter auch streiten, uns streiten wie die Kesselflicker. Das ist aber, denke ich, auch unsere Pflicht. Denn der Wald gehört untrennbar zu uns Hessen, gehört zu unserer Identität. Und damit gehört es auch dazu, dass wir nicht immer, glaube ich, einer Meinung sind, dass wir unterschiedliche Lösungsansätze haben. Leider habe ich in diesem Haus immer mal das Gefühl, dass nicht jeder ein solches Verständnis einer lebendigen Debattenkultur zum Thema Wald hat. Und es ist keine Seltenheit, dass man vorgeworfen bekommt, wenn man nicht die gleiche Meinung wie die Regierung vertritt, dass man dann ein Umweltsünder und Naturzerstörer wäre. Meine Damen und Herren, dabei ist die Gestaltung unseres Lebensraumes Wald eine Gemeinschaftsaufgabe. Es sollte in unser aller Interesse sein, gemeinsam an einem Konzept für eine gemeinsame Nutzung zwischen Nachhaltigkeit, Forstwirtschaft und Erholung zu erarbeiten. Gemeinsam heißt aber nicht nur, in einem Hinterzimmer zu sitzen und sich mit einer ausgewählten Mannschaft zu überlegen, was man jetzt einmal machen könnte. Ich glaube, hier sollte man durchaus
die Opposition an diesen Gesprächen beteiligen. Meine Damen und Herren, und wenn ich jetzt wieder höre, dass das Ministerium eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat, um ein Holzvermarktungskonzept zu erarbeiten, damit uns das Kartellamt nicht irgendwann den Laden einfach zumacht, dann ist das ein solches Beispiel, wo wir auch anbieten, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Denn wir sind der Meinung, hier gehört es auch dazu, dass wir als Opposition an den Gesprächen beteiligt werden. Warum muss man sämtliche Informationen mühselig sich besorgen oder aber auch bestimmten Leuten aus der Nase ziehen? Ich erinnere an das FSC-Papier von Hessenforst und das anschließende Gutachten. Wo ist das Problem, uns als Opposition einmal zur Seite zu nehmen und über solche Papiere zu diskutieren? Das Misstrauen der Regierung scheint sehr groß zu sein gegenüber uns Oppositionsleuten. Meine Damen und Herren, von einem transparenten, kollegialen Umgang mit dem Parlament ist man, meine ich, hier meilenweit entfernt. Die Große Anfrage beweist das aus unserer Sicht einmal mehr. Die Anfrage ist gerade einmal ein halbes Jahr alt, und die entscheidenden Informationen sind schon überaltert. Das gilt hier auch speziell in der Frage der Beförsterungskosten, die natürlich im direkten Zusammenhang mit dem Kartellrechtsverfahren stehen. Um irgendwie an Informationen zu kommen, meine Damen und Herren, haben wir von uns, von der SPD-Fraktion, in der vergangenen Woche in einer größeren Runde zu einem Gespräch mit den Betroffenen beteiligt. Es ist ziemlich deutlich, dass unser Wald in Hessen vor weitgreifenden Veränderungen steht. Und egal, wie das Gerichtsurteil im April zum Kartellverfahren ausgeht, wir kommen aus kartellrechtlicher Sicht aus dieser Nummer, glaube ich, nicht mehr raus. Wir stehen vor einer totalen Veränderung der forstwirtschaftlichen Dienstleistungsangebote. Aber das, meine Damen und Herren, ist seit 2001 schon abzusehen. Und hier sage ich, hätte man aus unserer Sicht wesentlich früher reagieren können und müssen. Dann kann es passieren, wenn dies umgesetzt wird, dass Hessenforst auf einen Schlag 50% seines Betätigungsfeldes verliert und dazu natürlich dann auch die entsprechenden Mitarbeiter. Und das, obwohl die kommunalen Waldbesitzer im überwiegenden Teil höchst zufrieden mit der Arbeit von Hessenforst sind. Wenn diese Kommunen nun Hessenforst den Rücken kehren, dann steht übrigens auch die ganze Debatte über FSC auf dem Kopf. Während wir bei der Zertifizierung des Staatswaldes die Aspekte von FSC rauf und runter diskutieren, opfern wir sie aus unserer Sicht gerade in den kommunalen Wäldern. Wir sind uns in diesem Haus einig, dass Wald nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb ist, sondern auch andere Funktionen hat. Erholung, Natur, Waldpädagogik und natürlich Arbeitsplätze. Aber genau wegen solchen Aspekten sind die Kommunen doch Kunden bei Hessenforst. Die eine oder andere Kommune muss sich ernsthaft überlegen, ob es in Zukunft nicht unter Umständen günstiger ist, den eigenen Wald stillzulegen und alle zwei Wochen mal den Bauhof durch die Wege schickt, um Verkehrssicherung zu betreiben, damit die Wege genutzt werden können. Ich sage das jetzt einmal mit einem zugekniffenen Auge.
Das, meine Damen und Herren, ist auch eine Möglichkeit, Ziele einer FSC-Zertifizierung frühzeitig zu erreichen. Aber kann es denn so sein, meine Damen und Herren? Es geht doch auch darum, wie geht die Landesregierung mit dem ländlichen Raum um? Da bringt es nichts, wenn man auf der einen Seite ein Förderprogramm Land hat Zukunft auflegt und auf der anderen Seite die Kommunen mit der Gemeinwohlfrage des Waldes alleine lässt. Wir müssen uns um den Wald auch in Zukunft kümmern, weil die Menschen das so wollen und weil die Hessen und Hessinnen gerade ihren Wald lieben, weil der auch ihrer Erholung dient und die sie dort suchen. Wenn wir nämlich den Wald als Gemeinwohlaufgabe sehen, und das müssen wir, meine Damen und Herren, dann dürfen wir die Kommunen nicht alleine lassen, wenn sie sich um das Gemeinwohl kümmern. Deshalb muss nach unserer Meinung das Land über eine Förderung nachdenken, eine Förderung, die Kommunen und die Waldbesitzer, die nun offensichtlich die Aufgaben für das Allgemeinwohl von Hessen Forst erben, dann bekommen. Wenn sich nämlich die Befürchtungen über die Zukunft bewahrheiten, dann reden wir hier auch schlicht und einfach von weit mehr gefährdeten Arbeitsplätzen bei Hessen Forst als bisher befürchtet. Bei unseren Gesprächen mit den Bürgermeistern kam ganz klar heraus, dass die Mitarbeiter von Hessen Forst eine hohe Akzeptanz bei den Kommunen genießen. Wollen wir wirklich mehr Arbeitsplätze im ländlichen Raum schaffen, oder wollen wir die Kürzungen bei Hessen Forst so hinnehmen? Das wäre wieder einmal, denke ich, ein typisches Beispiel, wie die CDU den ländlichen Raum im Stich lässt. Auch, meine Damen und Herren, auch in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, stehe ich zu dem Zeitungsartikel, den heute Morgen der Ministerpräsident zitiert hat. Die Offensive für den ländlichen Raum ist in der Tat Blendwerk. Wir von der SPD sind bereit, mit der Landesregierung daran zu arbeiten, dass Hessen Forst vollumfänglich erhalten bleibt. Denn wie kaum ein anderer Landesbetrieb oder eine andere Behörde ist Hessen Forst ländlicher Raum. Herr Kollege, pur. Sie müssen zum Ende kommen. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. Danke, Herr Kollege Lotz. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Feldmayer von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bevor ich auf die Vorrednerinnen und Vorredner eingehe, möchte ich zunächst einmal der Landesregierung und den Mitarbeitern im Ministerium danken für die Antwort auf die Große Anfrage der FDP. Und ich möchte auch bemerken, wir haben im Moment ja richtig eisige Temperaturen draußen. Das sind beste Bedingungen für die Holzernte draußen im Wald. Da freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Forst natürlich, dass sie jetzt gut Holz ernten können. Aber ich möchte bei der Gelegenheit, wo wir über das Thema Wald- und Forstwirtschaft sprechen, auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Menschen, die bei diesen eisigen Temperaturen im Forst arbeiten, meinen Respekt ausdrücken und meinen Dank. Meine Damen und Herren, Hessen ist ein waldreiches Bundesland. Wir haben 42% Wald. Der Wald ist Naturraum, er ist Holzlieferant und Arbeitsort, aber auch Erholungsraum. Und wir sehen auch die Multifunktionalität des Waldes, und wir sehen nicht nur einseitig den ökologischen Aspekt. Uns ist bewusst, dass alle Aspekte da zum Tragen kommen und dass der Wald genau aus diesem Grund von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist.
Der größte Waldbesitzer ist das Land selbst. Aber wir haben auch 36% Körperschaftswald und etwa ein Viertel Privatwald. Ich möchte gleich zu Beginn meiner Rede auch noch einmal betonen, mit dem Bundeskartellamt, es ist noch nicht genau klar, wohin da die Reise geht, da ist noch nichts entschieden. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir sehr, sehr froh darüber sind, dass wir das Einheitsforstamt in Hessen haben. Denn das Einheitsforstamt ist die beste Gewähr dafür, dass der gesellschaftlichen Bedeutung des Waldes auch gerecht wird. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig angemerkt, die Kartellbehörde hat nun auch, nachdem Baden-Württemberg ins Visier genommen worden ist, Hessen und auch andere Bundesländer ins Visier genommen. Und da möchte ich einmal an die Adresse der FDP sagen, das Credo Wettbewerb, 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 das ist das, was die FDP immer möchte, auch beim Thema Wald und beim Thema Holzwirtschaft. Das ist genau das, was jetzt zu meinem großen Bedauern die Kartellbehörde verfolgt. Und da geht meiner Meinung nach die Kartellbehörde geht davon aus, dass es wirklich um Wettbewerb geht und nur um Holzwirtschaft. Aber die gesellschaftliche Bedeutung des Waldes wird da außen vor gelassen. Das finde ich sehr bedauerlich, denn das wird der Waldpolitik nicht gerecht. Die Landesregierung hat aufgrund der Anfragen der Kartellbehörde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die nun einen Vorschlag zur kartellrechtskonformen Vermarktung vorlegen wird. Und, meine Damen und Herren, ich bin auch zuversichtlich, dass wir da eine gute Lösung hinbekommen werden. Dass die FDP, Sie haben es gerade noch einmal deutlich gemacht, Frau Knell, möchte jetzt auch nicht so scharf rangehen. Sie sind jetzt auch nicht sehr besonders scharf in die Debatte gegangen. Aber dass Ihnen Wald und Waldpolitik, dass es bei Ihnen darauf, vor allen Dingen darauf ankommt, auf die Holzvermarktung und auf den wirtschaftlichen Aspekt, dass Ihnen Naturschutz nicht besonders viel wert ist, es sei denn, es geht darum, Windkraftenergieanlagen zu verhindern. Das ist wenig überraschend. Das haben Sie aber in Ihrer Rede noch einmal deutlich gemacht, in welche Richtung bei Ihnen da die Reise geht. Erstaunlich fand ich aber bei der FDP, dass Sie jetzt noch einmal dezidiert kritisiert haben, wie viele Flächen stillgelegt werden. Sie haben die Kernflächen noch einmal angesprochen und haben jetzt gerade so getan, als wäre das eine Erfindung der schwarz-grünen Landesregierung. Vielleicht haben Sie es noch nicht von Ihren Kolleginnen und Kollegen gehört. Das sind ja nur Kollegen. Entschuldigung. Vielleicht haben Sie es noch nicht gehört. Die Vorgängerregierung, wo die FDP mit dabei gewesen ist, die haben doch angefangen mit der Flächenstilllegung. 5% des Waldes sind stillgelegt worden. Wir haben noch einmal 3% dazugenommen. Also das, was Sie jetzt aufmachen wollen, diesen Popanz, uns geht es nur um eine Ideologie und Ökologie und was auch immer alles. Und bei der FDP wäre es alles ganz anders. Also da müssen Sie vielleicht mal ein bisschen in der früheren Vergangenheit der FDP kramen. Also bei Ihnen gab es diese Flächenstilllegung schon, möchte ich Ihnen an dieser Stelle gerne noch einmal mit auf den Weg gehen. Also uns geht es im Wald darum, um den Naturschutz, aber auch um die anderen Ansprüche, nämlich einen guten Arbeitsort für die Menschen zu haben, aber auch um den Rohstoff Holz. Und genau aus diesem Grund haben wir hier in Hessen beim Thema Wald sehr, sehr viel in den letzten Jahren auf den Weg gebracht. Wir haben in Hessen das Waldgesetz geändert, weil wir gesagt haben, der Bannwaldschutz muss wieder gestärkt werden. Der Bannwald ist ja leider geschleift worden mit Unterstützung der SPD in diesem Bereich, um den Flughafenausbau zu befördern, mit Unterstützung auch der CDU und mit Unterstützung der FDP. Und diesen Bannwaldschutz haben wir wieder gestärkt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte sind die Kernflächen. Da haben wir das fortgesetzt, was FDP und CDU angefangen haben. Wir haben die Kernflächen auf 8% ausgeweitet. Und das ist auch gut so. Und dann haben Sie es auch noch einmal angesprochen, FSC. Ja, wir haben die erste Hälfte der 41 Forstämter nach FSC zertifizieren lassen. Es gab keine Probleme, weil der Staatswald schon sehr gut beförstert wird. Das haben wir geschafft. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt bis zum Ende der Wahlperiode auch noch die andere Hälfte des Staatsforstes nach FSC zertifizieren wollen. Das ist sehr gut. Das ist ein ökologischer Mehrwert, der auch eindeutig in dem Gutachten, was Sie, Frau Knell, schon benannt haben, festgestellt worden. Uns ist Ökologie wichtig, und uns ist es auch etwas wert. Und genau aus diesem Grunde machen wir das auch mit der FSC-Zertifizierung. Und es ist doch wirklich nicht so,
dass das ohne einen Ausgleich passieren soll. Vielleicht haben Sie es noch nicht mitbekommen, die Änderungsanträge, die wir in den Haushalt eingebracht worden haben. Es gibt einen finanziellen Ausgleich dafür, dass nach FSC 3.0 dann auch 10% der Fläche stillgelegt werden müssen. Dafür sind 2,2 Millionen €, und das ist hinterlegt in unserem Änderungsantrag im Haushalt vorgesehen ab 2020. Also von daher kann man nicht davon sprechen, dass Hessen-Forster keinen Ausgleich bekommen würde. Und, meine Damen und Herren, uns sind Umwelt- und Sozialstandards etwas wert. Und genau deshalb haben wir uns auch für die FSC-Zertifizierung immer stark gemacht. Und jetzt tun Sie doch nicht bitte so, als wäre das jetzt die Ideologie der Grünen und wir hätten uns das alleine ausgedacht. Dahinter stehen doch Gewerkschaften. Das sage ich auch immer wieder an die Adresse der SPD, die heute es wieder nicht geschafft haben, sich dazu zu bekennen, dass sie eine FSC-Zertifizierung wollen. Haben Sie wieder nicht geschafft. Herr Lotz hat, na, tut mir leid, also ein paar Nebelkerzen hat er gezündet, hat viele Fragezeichen bei uns hinterlassen, aber er hat sich natürlich wieder nicht eindeutig positioniert. Ich möchte noch einmal sagen, hinter FSC da steht die IG BAU, da steht die IG Metall, da stehen auch Umweltverbände, da stehen Unternehmen, da steht IKEA, die Otto steht dahinter, da ist Tetra Pak dabei. Das sind alles Unternehmen, die auch sagen, uns ist es etwas wert, und wir möchten diese Zertifizierung mitgehen, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher legen auch Wert auf hohe ökologische Standards. Also keine grüne Geschichte, sondern dahinter stehen ganz, ganz viele Menschen, Umweltverbände, Gewerkschaften und Unternehmen, die gesagt haben, FSC-Zertifizierung ist der richtige Weg. Und ich wundere mich dann auch, wenn Herr Lotz hierher kommt und dann noch einmal so tut, als würde er für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen-Forst eintreten. Also, wenn es Ihnen wirklich darum gehen würde, um diese Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, um die Menschen, die im Wald arbeiten, dann hätten Sie sich doch endlich einmal hier hinstellen müssen. Heute hätten Sie doch einmal sagen müssen, ja, 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 FSC ist richtig, denn bei FSC geht es doch nicht nur um Umweltstandards, sondern es geht ja um hohe Sozialstandards. Genau aus diesen Gründen sind die Gewerkschaften noch dabei. Aber Sie haben es heute wieder versäumt, sich eindeutig zu positionieren. Der Schlingerkurs der SPD in dieser Geschichte, der geht weiter und weiter und weiter. Ich finde das nur noch bedauerlich, meine Damen und Herren. Mir sind auch keine Haushaltsanträge der SPD bekannt in diesem Bereich, die sagen, Sie haben mir vorhin noch einmal zum Thema Personal gesprochen und Stellen. Mir sind keine Haushaltsanträge der SPD bekannt, die sagen, wir wollen so und so viele Stellen mehr. Mir ist ein Haushaltsantrag der SPD bekannt bei diesem Thema, wo Sie 1 Million mehr für Naturschutz im Wald fordern. Ich sage Ihnen, wir haben Haushaltsanträge gestellt, wo wir erstens diese 2,2 Millionen für FSC bereitstellen. Und wir haben einen Haushaltsantrag gestellt, wo wir für Natura 2000, für diese Stiftung für Vertragsnaturschutz auch noch einmal 2,5 Millionen € bereitstellen. Das heißt, auch an die Adresse von der FDP gerichtet, Kommunen und Privatwaldbesitzer werden immens unterstützt bei ihrem Bestreben, etwas für Naturschutz zu tun im Wald, mit der forstlichen Förderung, aber auch mit Vertragsnaturschutz. Da haben wir auch schon die entsprechenden Antworten vorgelegt. Und all das, was wir hier vortragen beim Thema Naturschutz im Wald, das ist bei uns auch alles finanziell hinterlegt, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ich will auch zum Ende kommen, meine Damen und Herren. Ich möchte noch einmal sagen, wir haben beim Naturschutz sehr viel getan. Im Wald, Bannwald geschützt, Kernflächen ausgewiesen, FSC. Wir werden natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen diesen ganzen Prozess sehr intensiv begleiten, was das Thema Kartellrecht angeht. Und da ist natürlich die Opposition jederzeit eingeladen, mitzumachen. Informiert worden, Herr Lotz, sind Sie bei jeder Gelegenheit, wo es nur ging. Also von daher sind wir auch da gut aufgestellt, meine Damen und Herren. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
So eine Große Anfrage hat ein bisschen das Problem, dass sie alles und nichts beinhalten kann und sein kann und im Gegensatz zu einem Antrag man nicht immer ganz genau weiß, wohin die Debatte nachher läuft. Mir jedenfalls geht es jetzt ganz verstärkt so. Haben wir hier über Kartellrecht geredet? Haben wir über den Zustand unseres Waldes geredet? Haben wir über Hessenforst geredet? Und geht es darum, Hessenforst zu erhalten? Oder geht es darum, auch den Satz habe ich zwischendurch gehört, auch Private machen da eine sehr ordentliche Arbeit, auch das noch komplett zu privatisieren? Ist es FSC gewesen, das Thema, oder Kartellrecht? Und wenn man das alles quer durcheinander diskutiert, kommt am Ende also nicht mal Gemüsesuppe bei raus, sondern irgendwas, was niemandem weiterhilft. Ich weiß nicht, was diese Debatte uns jetzt vorangebracht hat. Also weder ist mir klar geworden, ob wir jetzt ein bisschen deutlicher an der Positionierung sind, dass FSC-Zertifizierung Sinn gibt oder nicht. Auch das ist nicht klarer geworden. Und die Frage dessen, wie wir mit Hessenforst umgehen und mit der Bedrohung durchs Kartellrecht, haben wir jetzt hier auch nicht wirklich ernsthaft erörtert bis hierhin. Wenn wir davon ausgehen, dass der Wald eine ganz maßgebliche Gemeinwohlaufgabe hat, und ich glaube, das sollten wir wirklich tun, denn die hat er, dann müssten wir ganz viel dafür tun, dass Hessenforst in der Art und Weise weiterarbeiten kann wie bisher. Ich glaube aber, das kann man nicht so isoliert betrachten, denn wenn man Gemeinwohlaufgaben und Daseinsvorsorgeaufgaben betrachtet, dann müsste man die an vielen Stellen vor dem Kartellrecht schützen. Wir sind in einer Situation, dass Klinikverbünde mit Hinblick auf das Kartellrecht verhindert werden kann, dass so etwas wie Hessenforst mit Blick auf das Kartellrecht zerschlagen kann. Ich habe eine Schlagzeile gefunden aus Baden-Württemberg: Tod dem Einheitsforstamt, es lebe die neue Forstverwaltung. Das ist das Ergebnis von dem, was Kartellrecht anrichten kann. Ist es immer sinnvoll? Ich bin eigentlich eine große Befürworterin von Kartellrecht, weil es ja zu große Zusammenschlüsse vermeiden sollte. Aber es gibt Punkte, wo ich denke, dass Gemeinwohl und Daseinsvorsorge deutlich über dem Kartellrecht stehen muss. Da, wo es um Allgemeinwohl geht, muss die Handhabung bestehen können, dass Staat das organisiert. Das heißt, dass wir kommunale Krankenhäuser haben und dass sie nicht weichen müssen, weil sie bezuschusst werden. Dass wir Hessenforst in der Form haben, weil er deutlich mehr Aufgaben erledigt als nur den Holzeinschlag im Wald. Und dann müssen wir uns dazu auch bekennen, und dann müssen wir es vielleicht einmal über diesen und an der Stelle den engen Rahmen des Waldes hinaus betrachten. Dann muss man sich fragen, was darf denn Kartellrecht eigentlich und was wollen wir? Oder ist uns da irgendwie etwas zugeflogen, wo wir die Konsequenzen nicht bis zu Ende bedacht haben, wo andere, die vorher daran gestrickt haben, das nicht zu Ende gedacht haben? Und wir müssten eigentlich darüber reden, wie wir das Kartellrecht wieder eindämmen können, damit Gemeinwohl und Daseinsvorsorge noch ordentlich funktionieren kann. Das ist aber dann eine viel größere Aufgabe, als dass wir die eben mal an einem Mittwochabend kurz vor Feierabend hier in Form einer Großen Anfrage besprechen. Und da braucht es, glaube ich, wirklich viel verantwortungsbewusstes Handeln. Ich wäre dafür, das zu tun, weil ich glaube, es gibt Bereiche, die man nicht dem freien Markt überlassen sollte. Und der Wald ist deutlich mehr als nur eine Holzfabrik. Und er hat andere Aufgaben. Und das muss man dann auch in Betracht ziehen, und das muss man an vielen anderen Stellen, wo es eben genau um diesen Kartellvorstöße, die es immer wieder und an verschiedenen Ecken gibt. Liebe FDP, mir ist nicht klar geworden, was Sie eigentlich wollen. Wollen Sie Hessenforst schützen? Geht es Ihnen darum? Oder wollen Sie ein bisschen über FSC-Zertifizierung schimpfen? Oder wollen Sie eine komplette Privatisierung dessen, was da im Wald passieren soll? Mir ist es tatsächlich weder durch die Große Anfrage noch durch die Rede klar geworden. Von daher wäre es doch sinnvoller gewesen, zu sagen, wir beraten hier nicht die Große Anfrage, sondern Sie machen aus der Großen Anfrage einen Antrag, dann hätten wir alle gewusst, wo wir dran sind. So fand ich es ein bisschen schade für die Zeit. Ich glaube tatsächlich, man muss sich genau angucken, wie wird FSC-Zertifizierung gemacht. Sie muss gemacht, sie soll gemacht werden, das ist durchaus sinnvoll. Das, glaube ich, bestreitet hier mehrheitlich im Hause. Na, niemand kann man ja nicht sagen. Es gibt ja Leute, die es bestreiten. Aber die Mehrheit im Haus sieht das, glaube ich, durchaus so. Dann muss man noch einmal schauen, kann man das mit dem Personal machen? Wahrscheinlich hätte es mehr Personal gebraucht, um es wirklich gut zu machen. Und natürlich sind wir als LINKE kein bisschen einverstanden gewesen mit den Personalkürzungen der Vergangenheit, die es da im Wald gegeben hat.
Jetzt kommen wir in eine schwierige Situation, dadurch, dass immer mehr Kommunen abspringen. So wie die Debatte geführt worden ist, hätte man ja den Eindruck gewinnen können, die Kommunen springen scharenweise wegen der FSC-Zertifizierung ab. Das habe ich allerdings so bislang nicht wahrgenommen. Das ist nicht die Begründung. Da muss man noch einmal hinterfragen, warum gehen die denn nun und wie kann man denen entgegenkommen? Ich habe auch wahrgenommen, dass bevor die Preissteigerungen kamen, die ja durchaus notwendig waren, lange Gespräche geführt worden sind. Und dass es da zumindest einmal so etwas wie ein Agreement gab. Also müsste man tatsächlich auch noch einmal schauen, warum gehen gerade jetzt Kommunen, gerade jetzt in einer Situation, wo es eigentlich wichtig wäre, dass sie nicht gehen würden. Und was bietet ihnen die Möglichkeit, die Dinge selbst zu machen? Worin liegt aus der Sicht der Kommunen der Vorteil? Und dann muss man das mit Hessen Forst noch einmal sauber kommunizieren. Ist es tatsächlich so? Haben die darin einen Vorteil? Oder ist es ein Irrglaube? Oder glauben die einfach, an der Stelle einen Euro sparen zu können? Auch dieses Argument ist natürlich immer eins, das man bei den Kommunen ernst nehmen muss. Auch da müsste man dann wirklich noch einmal sehr genau nachhören. Ich bin mit der Debatte hier ziemlich unzufrieden, muss ich sagen. Aber das finde ich jetzt auch nicht das Riesenproblem daran. Ich glaube, wir sollten ziemlich genau hingucken, wie kann das weitergehen mit Hessen Forst und wie können wir aufrechterhalten, dass Hessen Forst da eine Arbeit machen kann, die gut und die wichtig ist, und dass wir eben genau dieses Gemeinwohlinteresse stärken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Stott. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, der Wald, wir lieben ihn alle besonders, ja? Die Deutschen insbesondere. Wir messen ihm eine große Bedeutung zu, auch das zu Recht. Und es gibt natürlich widerstreitende Perspektiven auf das, was der Wald alles leisten soll. Er dient dem Klimaschutz, er soll der Erholung dienen, dem Naturschutz, der biologischen Vielfalt. Er dient als Arbeitsplatz und natürlich auch für die Rohstoffversorgung mit Holz. All dies soll der Wald leisten, das kann er auch leisten. Aber die unterschiedlichen Perspektiven auf den Wald bedeuten auch, dass es immer wieder einmal kontroverse Debatten gibt von den unterschiedlichen Zielgruppen, was der Wald jetzt gerade so leisten kann und leisten soll. Und dem müssen wir uns auch stellen, auch als Landesregierung, die wir mit dem Staatswald natürlich eine besondere Verantwortung tragen. Und wir haben aus meiner Sicht erfolgreiche Schritte unternommen, um diese verschiedenen Anforderungen auch in Ausgleich zu bringen. Das Ergebnis muss natürlich unter den jeweiligen Herausforderungen immer neu bewertet werden und neu weiterentwickelt werden. Wir haben die Notwendigkeit, den Wald für die künftigen Jahrzehnte klimaverträglich zu gestalten, weil der Klimawandel da ist. Und wir haben im Bereich unseres Klimaschutzplans auch dort Maßnahmen hinterlegt, die Erarbeitung von Klimarisikokarten Forst. Darauf soll abgestimmt die Forstwirtschaft mit breiten Wirkung erfolgen. Wir wollen die Speicherung von Kohlenstoff sowohl im Wald als auch in langlebigen Holzprodukten und durch Substitution energieintensiver Materialien durch Holz. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir brauchen Mischwälder, eine multifunktionale Forstwirtschaft, auch im Hinblick auf das Klimarisiko. Und die Karten sind bereits 2017 durch die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt vorstrukturiert worden. Die Umsetzung geht jetzt mit dem Doppelhaushalt dann auch entsprechend los. Wir haben mit der Zertifizierung nach FSC und der Entscheidung der FSC-Zertifizierung für den gesamten Staatswald auch einen wichtigen Punkt gesetzt. Die Voraudittermine sind angesetzt, und Hessen Forst ist auch FSC beigetreten und wird, und das halte ich auch für richtig, die Debatten mit beeinflussen. Man muss als Waldeigentümer diese Debatten künftig mit beeinflussen. Die Sicherung der biologischen Vielfalt im Staatswald ist ein wichtiger Auftrag der Bewirtschaftung.
und wir ändern gerade die RIBES, die Richtlinien für die Bewirtschaftung im Wald. Wir haben ein Staatswaldforum eingerichtet mit über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den unterschiedlichsten Bereichen, vom Jagdverband über die auch über Lehrerinnen und Lehrer, die Förster, die Waldpädagogik machen, bis hin zur Holzwirtschaft und den Umweltverbänden. Und wir werden künftig die Biodiversität als gleichrangiges sechstes Hauptziel auch in der RIBES verankern. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Neben der Rohstofferzeugung, Erholung und Bildung für die nachhaltige Entwicklung. Die Belange der FFH-Richtlinie, das habe ich mit der Beantwortung der mündlichen Frage in der Fragestunde schon deutlich gemacht, fließen bereits in die Maßnahmenplanung jeder Forsteinrichtung mit ein und werden direkt umgesetzt. Das sind die Bereiche rund um das Thema Naturschutz, biologische Vielfalt. Aber ganz wichtig ist auch, dass Hessenforst rund 85 % des Holzeinschlags in Hessen organisiert, für den Staatswald, für den Privatwald und für den Körperschaftswald. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger, ein wesentlicher Bestandteil dessen, was Hessenforst macht. Jährlich rund 3,7 Millionen Festmeter werden da organisiert. Er trägt also wesentlich dazu bei, dass alle Waldbesitzarten nennenswerte Einnahmen aus dem Holzverkauf haben. Und das ist auch wichtig für die Arbeitsplätze, auch im ländlichen Raum, für die Wertschöpfung dort. Und deswegen möchte ich auch gerne, dass dieses so bleibt, meine Damen und Herren. Auch die privaten und kommunalen Waldbesitzer schätzen die hohe Qualität von Hessenforst. Wir haben immer noch über 400 waldbesitzende hessische Kommunen, die von Hessenforst beförstert werden, die auch gerne dabei bleiben wollen. Und wir haben auch eine große Anzahl von privaten Waldbesitzern, die auch von Hessenforst beförstert werden wollen. Deswegen haben wir das Einheitsforstamt, das auch Gewähr dafür bietet, dass die Gemeinwohlleistungen gestärkt werden, dass sie eine gute Beratung bekommen, dass eben aber auch die Leistungen für die Holzwirtschaft erbracht werden. Jetzt haben wir das Problem, dass das Bundeskartellamt mit der Entscheidung gegen Baden-Württemberg diese hervorragende Forstorganisation möglicherweise zerschlagen wird. Wovor wir auf jeden Fall stehen, ist, dass die Forstämter über 100 Hektar nicht mehr von Hessenforst in den Holzverkauf, im Holzverkauf betreut werden dürfen. Dieses ist schon einmal feststehend. Da kommen wir nicht umhin. Die Kartellbehörde hat von uns hier Lösungen eingefordert. Und wir haben mit dem Landesforstausschuss eine Arbeitsgruppe gebildet. Übrigens ist das das Beteiligungsgremium. Deswegen gibt es da auch Arbeitsgruppen. Übrigens auch zu den Fragen Beförsterungsbeiträgen. Auch da gab es diese Arbeitsgruppen aus dem Landesforstausschuss heraus. Und das ist auch richtig, weil die müssen uns auch beraten, meine Damen und Herren. Und wenn Herr Lotz sagt, er ist immer nicht informiert, dann sollten Sie vielleicht Ihre Obfrau fragen, weil ich habe Obleutebesprechungen zu all diesen Themen gemacht und habe informiert, auch über die Frage Kartellverfahren, und habe im Übrigen auch im Ausschuss informiert. Und wenn die SPD meint, das Thema müsste noch ausführlicher besprochen werden, dann sagen Sie doch im Ausschuss, Sie möchten weitere Informationen, stellen Sie Berichtsanträge, machen Sie Anhörungen. Das ist das gute parlamentarische Recht einer jeden Fraktion. Also, ich verstehe ja, Herr Schäfer-Gümbel,
Herr Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel, ich verstehe ja, dass Sie gerne mitregieren wollen. Das ist aber nicht so, sondern es gibt eine andere Landesregierung, die Verantwortung hat. Aber ich informiere ausführlich die Obleute. Bei allen möglichen Neuigkeiten rufe ich Sie zusammen, und ich bitte Sie darum, dass Sie solche Informationen dann auch weitergeben. Wir haben ein entsprechendes Konzept erarbeitet mit den Beteiligungsgremien und werden künftig mit einer Übergangsfrist von maximal 2 Jahren als Landesbetrieb uns aus der Vermarktung des Rundholzes von Privat- und Körperschaftswaldbetrieben mit einer Waldfläche von mehr als 100 Hektar zurückziehen müssen. Das wird so sein. Wir wollen aber weiterhin alle anderen Dienstleistungen unterhalb der Vermarktung weiter anbieten und vor allen Dingen auch für die Forstämter, die kleiner sind als 100 Hektar, unsere Leistungen voll anbieten, weil die Kommunen und die Privaten sind mit uns zufrieden. Wir werden etwa 6 Holzverkaufsorganisationen regional gründen müssen in Hessen. Das heißt, die Kommunen und die Privaten werden das gründen müssen. Wir werden sie aber unterstützen bei der Gründung, finanziell und personell. Dafür haben wir im Haushalt vorgesorgt, meine Damen und Herren. Wir werden die Betriebsabläufe so bei Hessenforst anpassen, dass wir auch für die körperschaftlichen und privaten Waldbesitzer all das an Dienstleistungen anbieten können, was die auch gerne einfordern von uns. Das halte ich für notwendig und für sinnvoll, denn der Landesbetrieb Hessenforst organisiert ja nicht nur Holzverkauf. Ich muss Sie an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Das ist auch mein letzter Satz. Sondern der Landesbetrieb hat hohe Kompetenz, auch in Fragen von Forschung und Entwicklung aus Versuchsanstalten, z.B. der nordwestlichen. Das kommt allen Forstämtern zugute, egal ob sie körperschaftlich organisiert sind oder privat. Das wollen wir auch weiter leisten, auch für das Gemeinwohl aller anderen Besitzarten. Wir haben im Kabinett dieses Konzept beschlossen, und ich freue mich darüber, dass wir weiter eine breite Palette anbieten können und wollen. Und ich hoffe sehr, dass uns die Gerichte nicht einen Strich durch die Rechnung machen, weil ich glaube, die Kartellbehörde wird entsprechend auf unser Angebot so eingehen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Somit stelle ich fest, dass die Große Anfrage besprochen wurde und somit auch erledigt ist.